Der Ziegelstadl in Völs, oder eigentlich die Justizanstalt, wie sie amtlich heißt, hat einen Neubau bekommen und der soll ein menschliches Gefängnis sein. Das ist jedenfalls das Ziel von Architekt Dieter Matteu, der diesen spannenden Auftrag übernommen hat. Die 59 neuen Haftplätze sind notwendig geworden, damit in Zukunft auch längere Haftstrafen hier in Westösterreich verbüßt werden können. Bisher mussten ja solche Häftlinge nach Graz oder auch nach Stein gebracht werden. Und das war für sie selbst, aber auch für die Angehörigen eine zusätzliche Erschwernis. Der Neubau in Innsbruck jedenfalls gilt als richtungsweisend und könnte bald Schule machen. Von außen betrachtet könnte es auch ein Bürogebäude sein. Klare, gerade Formen. Die traditionellen Gitterstäbe fehlen an den beiden Baukörpern. Hier sollen auch jugendliche Straftäter untergebracht werden. Das Stiegenhaus mit Tageslicht von oben würde so manches Wohnhaus schmücken. Nur die Monotonie der Zellen lässt erkennen, wo man sich befindet. 11 Quadratmeter mit Ausblick. Raumhohe, kugelsichere Verglasung und als Lüftung Lochblech statt Gitterstäben. Radio, Eisschrank, Fernseher. Logieren hier Straftäter luxuriös? Nein, ist Architekt Matteu überzeugt. Denn der Freiheitsentzug, das ist die größte Strafe. Da geht es ja auch darum, die Resozialisierung des Insassen, also dass er wirklich auch in dieser Zeit, wo er eben von der Außenwelt abgeschlossen ist, entsprechend menschlich behandelt zu werden. Kann Architektur helfen, die Haft zu erleichtern? Die Werkstätten sind durch den Einsatz von Spezialglas, Profilit, lichtdurchflutet. Was sagen die zukünftigen Benutzer? Der ist schon viel bärger da. Der ist hier. Ja, so heller ist und der geht gar nicht mehr raus. Es ist sicherlich angenehmer, in einem, ich sag mal, Raum zu sein, der nicht so sehr nach Gefängnis optisch ausgestattet ist, als wir vielleicht in diesem alten Gebäude der Fall ist. Aber rein die Architektur alleine kann sicherlich nicht den Strafvollzug jetzt was gut wie verändern. Einige Wachebeamte sind vom Neubau weniger begeistert. Es mag wohl sehr funktional sein in gewissen Bereichen, aber in puncto geschlossener Vollzug ist es für uns einfach zu wenig auf Sicherheit ausgelegt. Im Justizministerium scheint man das anders zu sehen. Denn Architekt Matteu beginnt demnächst mit dem Neubau der Justizanstalt Feldkirch. Das Tiroler Künstlerduo Lois und Franziska Weinberger haben Kunst im Bau entworfen. Die Wege der Borkenkäfer ziehen sich durch die Spazierhöfe und gedanklich auch weiter. Ein Abzählreim soll, wie beim Militär, helfen, die Tage bis zur Entlassung zu zählen. Denn darum geht es, um das straffreie Weiterleben danach. An manchen Tagen ist die Sendezeit einfach zu kurz, um alles Interessante unterzubringen. Deshalb geht es dann morgen bei uns um richtiges Essen und gesunde Lebensmittel im Rahmen des ORF.